Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu einer neuen Folge von Tiny Tina's Wonderlands. Wir müssen zurück in die Oberwelt, beziehungsweise zum Splittergrabhügel. Und dort treffen wir Königin Arschgaul. Ja, ich würde doch einfach mal sagen, lass erst mal hier. Ja gut, die Waffe wird wahrscheinlich, was ist das denn? Ist das, für hier? Ja. Das erhöht, glaube ich, keine Ahnung, was das erhöht. Wow, du hast es geschafft. Sporenhüter in Kraft, plus 8,5%. Plus 2% kritische Trefferchance für Gefährten. Ne, verursachter Schaden gegen Skelette wird um 20% erhöht. Kritische Trefferchance, Gefährten. Ja, komm, 20% Schaden gegen Skelette ist schon geil. Bin ich ehrlich, das ist geil. Vor allem, weil wir jetzt am Anfang wahrscheinlich nur gegen Skelette kämpfen. Keine Ahnung, wie es den Rest des Spiels ist, ob es immer nur Skelette sind. Ich hoffe nicht. Mal gucken. Das kann ich nicht kaputt machen, schade. Ein Lagerfeuer. Das ist der Würfel einfach, ne? Was ist hier? Brücke aufgestellt. Wenn du sie passieren willst, musst du sie schlagen. Ja, super. Alarm, Baby. Was ist das hier mit dem Lagerfeuer? Betreten wir mal, komm. Ah, das ist ein Kampf. Ja, okay. Gegen Skelette oder gegen was? Ne, gegen Banditen. Sag mal. Ah, das war der Pilzgefährte. Zack. Zack. Sag mal. Oh. Sicherlich wusstest du, dass du dem Untergang geweiht warst. Warum haben die alle so wenig Leben schon? Huh. Komm mal her. Sehr gut. Weg mit euch. Oh shit, weg da. Alter, der ist einfach mal explodiert. Holy shit. Brigant. Komm mal her. Geh mal drauf, bitte. Danke. Assassine kann auch weg. Sag mal, geht's doch? Hau ab hier. Segen des Jägers. Segen des Jägers, super. Hoppala, das war gar nichts. Ah! Er ist mir zu schnell hier. Zack! Ey, was war das denn? What the hell? Mach den mal kaputt hier. Beide bitte. Danke. Der Pilzgefährte ist aber bald kaputt. Sag mal! Blöder Kultist hier. Ey, Junge! Kampf bestanden. Aber kein Level Up. Emote, Raserei. Direkt mal freischalten hier. Sortieren nach Seltenheit. Das ist gut. Freischalten. Elementarschlag des Glücksfalls. Hm. Macht halt viel weniger Schaden. Viel weniger Abklingzeit. Minus 10% regeneriert Gesundheit über Schaden. Probieren wir es mal aus, komm. Was ist es? Gehen Flammen auf! Brauche mehr Magie! Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir tatsächlich nicht. Da bleibe ich lieber hier bei meinem großen Eisball. Oh ja. Diese Lande sind in der Tat weitläufig und wundersam. Super. Nachladen. Und hopp. Ja, mit der Belohnung. Was haben wir hier? Aha. Inventar voll. Okay. Nach Punkten gehen wir nochmal ganz nach unten. Komm, die Sachen kann ich wegpacken, weil die habe ich ja schon. Ich muss mal zu einem Händler gehen, um das Zeugs verkaufen zu können. Das ist ja mega mühsam so. Zeig mal her, das Schwert. Ist es gut? Welches war es denn überhaupt? Das hier. Naja, nee, nicht unbedingt.
Gehen wir mal raus. Lager. Ah, das war einfach ein Lager. Okay. Mach mal weg das Zeug. Da ist auch mal was. Was haben wir hier? Nichts. Kann ich das kaputt machen? Nee. Kann ich schwimmen? Nee. Von der Oberwelt gestürzt. Abgeschlossen. Aha, lol. Das war einfach ein Erfolg. Sehr geil. Das war Prachthuf dort, ja. Ah, so kann ich um Prachthuf herum gehen. Oder? So ist es. Cool. Okay. Warum brennt denn Prachthuf immer noch? Was haben wir hier oben? Ist da was Spezielles noch versteckt? Maybe? Hier ist nichts, aber hier sind noch Truhen. Wahrscheinlich mit Geld. So ist es. Hier kann ich nichts machen. Ich finde das Feature hier so geil mit der Oberwelt. Also richtig nice. Dann gehen wir mal zum Splittergrabhügel. Hügel. Was haben wir hier noch? Nichts. Okay. Was ist das? Wirf eine Münze. Oh. Wirf eine Münze und krieg noch mehr Münzen dazu. Cool. Das können wir wegmachen hier. Was haben wir? Noch mehr Geld. I like it. Was ist jetzt los? Kobolde oder was? Sind das Kobolde? Wo sind sie? Kommt mal her. Kobold, ja. Zack. Zack. Sag mal, geht's doch? Komm mal her hier. Gut, die machen aber gut Damage hier, die Kollegen. Level up, sehr gut. Das mag ich. Was ist das denn? Eine Bombe. Tüftlerbombe. Sag mal. Ey! Stehen geblieben. Mach das. Nein, mach das doch kaputt da. Ja, und dann halt so. Oh. Ach, Jemine. LOL! Rette deine Seele, ja, okay. Damn, son. Das waren gerade ein paar auf einmal. Du hast es geschafft. Ja, super. Freue mich. Die Belohnung ist... Was ist das? Oh. Bringt mir das, was ist die Frage? Nee, nichts ist besser als das, was ich aktuell ausgerüstet habe, ha? Nee, okay. Zurück. Kann ich das hier kaputt machen? Nee. Ich kann aber noch Punkte vergeben. Und zwar kann ich jetzt hier Blizzard. Schicksalsbringer erzeugen drei Frostzyklone, die sich auf Feinde in der Nähe zubewegen. Okay. Probieren wir es mal aus. Und dann machen wir hoch... die Geschicklichkeit. Sodele. Was, noch mehr Punkte verfügbar? Ah, noch ein Skillpunkt. Okay. Zeig mal her. Ne, Fähigkeitsschaden wird erhöht. Oh shit, 7 von 5. Nee. Ach shit, jetzt habe ich das schon vergeben. Ja, scheiße. Wollte ich nicht, aber okay. Die Splittergrabhügel. Let's go, rein da. Der Magietank ist wieder. Ja, danke, dass du geredet hast. Die Königin sagt, das Seelenschwert wird hier gelagert, falls sich die bösen Seelen aus ihren Gräbern erheben und für immer absorbiert werden müssen. Warum hat sie nicht einfach die Seele des Dragonlords absorbiert und es beendet? Weil, keine Ahnung, er ist zwar böse, aber nicht so böse. Wollt ihr etwa nicht gegen einen Bösewicht kämpfen? Hä, Fred? Ganz genau, Fred. Klappe.
könnte ich hier mein Zeugs verkaufen? Gesundheit auffüllen, ja. Na guck mal hier, natürlich kann ich hier mein Zeug verkaufen. Okay, dann verkaufen wir mal das Zeug, was ich habe, ha? Also. Verkaufen. Ja. Alles, was schlecht ist, wird verkauft. Hör mal auf mit mir zu reden hier. Die epischen Sachen behalte ich mal, oder? Nee, brauche ich nicht. Okay. Das kann eigentlich auch weg. Komm, alles weg. Ich werde schon noch bessere Waffen finden. Mit der aktuellen bin ich ja zufrieden. Von daher, alles gut. Okay. Was haben wir hier? Oh. Okay. Feuerrate ist zwar höher. Oh, die Bonis sind bei dem Ding aber richtig geil. Da bin ich ehrlich. Nur noch 17 Minuten kann man das kaufen. Hm. 16.000. Okay, ist gekauft. Gut, dann her mit dem Inventar. Ausrüsten. Ich weiß immer noch nicht, wann ich das dritte freischalten kann. Ist das bei den Skills irgendwie? Magazingröße wieder erhöht? I don't know. Ah, zeig mal hier. Ich muss mal ausprobieren im Kampf, ob das was ist. Ich weiß es nicht. Hier hätten wir noch eine geile Magie. 9000 kostet das Ding. Ja, ich weiß nicht. I don't know. Diese Lande sind in der Tat weitläufig und wundersam. Es ist, sieht schon stark aus. Komm, kaufen wir. Rüsten wir es mal aus. Magic. Ja. Okay. Ich brenne alles nieder. Ah. Auch gut. Auch sehr gut. Also Arschgaul, weiter. Halt dein Maul, Mann. Gib Gevatter Tod ein Wangenküsschen von mir. Ja. Und tschüss. Was ist jetzt los? Das funktioniert bei mir nicht, Trottel. Ich sagte doch, ich bin besitzergreifend. Der Körper war eh kacke. Ich hol dir einen besseren. Hast du gehört, was sie über mich gesagt hat? Nicht so böse. Netter Versuch, aber sie kann mich nicht im Nachhinein zum Antagonisten all ihrer Kampagnen stempeln. Warte, da war mal dieser andere Kerl. Ein Zauberer. Der Stümper wollte meinen Job übernehmen. Aber hübsch war er. Ja, hübsch war er. Das ist ja immerhin etwas, oder? So, ein bisschen Gift. Komm ab hier. Du auch. Guck mal, das eine Item ist ja jetzt sehr, sehr nützlich mit 20% mehr Schaden gegen Skelette. Komm mal her hier. Ja, nicht schlecht. Geht aber besser. Oh, jetzt ist er wieder verbuggt und rennt die ganze Zeit hin und her. Super. Hey du, ja, jetzt ist er wieder bei Sinn. Sehr gut. Meine kleine Stinkeknolle schlägt wieder zu.
Meine Stinkeknolle, sehr gut. Macht das wie... Oh, der explodiert dann oder was? Oh, shit. Okay. Aber er ist nicht gestorben. Schade. Da ist auch einer. Zack. Zack. Ahnungslose Feinde mit Sniper-Rifles getötet. Ja. Immer noch geschafft. Also, das ist schon ein bekanntes Bannermuster. Aber ich nehme es trotzdem mal mit. Weil... Können wir dann einfach verkaufen. Und hier kann ich noch eins freischalten. So. Okay. Gut, hier haben wir auch nochmal eine Truhe. Der Pfad vor mir bietet noch viel Potenzial. Oh, shit. Das wollte ich nicht, aber okay. Ja. Habe ich ihn getroffen? Ja, ja, ich habe ihn schon getroffen jeweils. Das ist gut. Kritisch, sehr gut. So ist's brav. Zack, 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 musst du den Pilzgefährte. Geh mal rein da. Los. Ja, das geht. Ah, doch, das geht. Oh, das sucht sich die Gegner selber. Baby. Okay. Ja, sehr geil. Okidoki. Das ist ja mal eine geile Fähigkeit, die ich hier habe. Die ist ja richtig geil, die Fähigkeit. Du bist als nächstes dran da, Schütze. Ja, sehr gut. Kritisch. Ist er tot? Ja. Du solltest den Ausdruck auf dem sehen, was von deinem Gesicht übrig ist. Ja, nichts mehr ist von seinem Gesicht übrig. Pilzgefährte macht gar nichts, ist auch gut. Du bist ein guter Gefährte. Wirklich super. Naja, gehen wir mal hoch. Ich habe noch ein Skelett gehört. Wo ist denn der Freund? Was haben wir hier? Nehmen wir mal beides mit. Das Geld auch. Beziehungsweise das Gold. Aha. Munition. Immer gut. Oh, jetzt habe ich geschossen oder was? Ja. Entschuldigung. Nee, das ist gar nichts. Schild habe ich keinen aktuell. Zeig mal hier die Waffe. Naja. Nee. Die andere hat schon geile Boni. Ich habe ja jetzt die erst gerade gekauft. Die kann ich nicht schon wieder wegmachen. Na, Zombos. Komm mal her hier. Zack. Zack. Sehr gut. Eile der Finsternis entgegen. So leicht wirst du mich nicht töten. Sie verdirbt das Beste am Töten von Dingen. Nämlich, dass sie tot bleiben und die Fresse halten. Ja, hast du recht. Springt durch eine Kiste ins Auge. Zeig mal das hier. Das ist doch mal ein Scharfschützengewehr, ha? Holy crap. Minus 30% Schusswaffenschaden. Verbraucht 3 Munition pro Schuss. Egal, rüsten wir mal aus, komm. Oh, damn. Okay. Da brauche ich aber mal ein bisschen Munition für. Wenn wir ehrlich sind. Oh, guck mal hier. Munition, please. Öffne die Truhe. Lass mir erstmal die anderen öffnen. Vielleicht kriege ich hier noch Munition. Ach, guck mal. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich doch Munition. Wunderbar. Aufmachen. Dunkelmagie-Zauber? Welcher denn? Dunkelmagie verleiht einem lebensraubende Kräfte. Klingt böse, aber nennen wir es moralische Grauzone. Warte mal. Zeig mal her. Regeneriert Gesundheit über Schaden. Ist ja viermal das gleiche. Brauche ich nicht. Ein wenig Grabräuberei, ja? Ich wusste, du bist nicht komplett langweilig. Trotzdem werde ich dir das Schwert wegschnappen. Lernen wir uns näher kennen.
deinem Grab. Hm, sympathisch. Was ist das hier? Kann ich das kaputt machen? Nee. Zeig mal die Beschreibung von meinem Zauber hier. Halten und loslassen zum Zaubern. Haftend. Hm. Naja, gehen wir mal weiter hier. Checkpoint ist immer gut. Oder ich würde doch mal sagen, wir machen morgen weiter. Für heute ist erstmal gut. Ich bedanke mich beim Zuschauen und wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.